Moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Originalack-Fetischist. In diesem Video möchte ich euch den direkten Vergleich der beiden B-Modelle etwas näher bringen, und zwar die S51 B1 und die S51 B2. Beide Fahrzeuge sind frühe Vertreter der S51-Reihe. Das erkennt man auf den ersten Blick an den kleinen Abziehbildern auf den Tank. Diese kennt man ja bereits von den S50-Modellen. Was ist nun aber unterschiedlich an diesen beiden Fahrzeugen? Bei den einen steht S51B auf den Seitendeckel und bei den anderen steht S51 Elektronik auf den Seitendeckel. Und das ist auch schon der größte Unterschied an den beiden Fahrzeugen. Die Sahara Braune besitzt nämlich eine Unterbrecherzündung und das B steht ganz normal für Blinker. Und die Billardgrüne hier, die besitzt eine Elektronikzündung, die etwas bessere oder modernere Variante. Ansonsten, beide Fahrzeuge haben noch das kleine Rücklicht und auf der Sitzbank die kleine IFA-Raute. Das ist ja alles baujahrbedingt, wie wir ja in den ganzen anderen Videos gelernt haben. Vorne findet ihr bei beiden Fahrzeugen das Strebenschutzblech mit dieser kleinen Kante vorne an der Spitze, die es ab Baujahr 81 gab. So, und dann sind wir schon beim Tacho angelangt. Die B-Modelle haben prinzipiell einen kleinen 80er Tacho. Die Elektronikmodelle hingegen haben immer einen 100er Tacho, wie man ihn auch von der Enduro oder den Komfortmodellen dann kennt. Ein weiterer Unterschied zwischen beiden Modellen ist der Spiegel. Die B-Modelle oder die N-Modelle haben ja immer diesen kleinen, den man auch von den S50 schon kennt. Und die Elektronik oder Enduros oder Komfort haben ja diesen großen Muschelspiegel. Ein kleiner Unterschied zwischen den beiden Baujahren hier, Baujahr 81 und Baujahr 82, ist vorne halt dieses Scheinwerferglas, diese kleine Kante. Die gibt es dann bei diesem Baujahr hier nicht mehr. Das Billardgrün der S51 Elektronik kam übrigens erst mit Einführung der S51. Und diese Farbe löste das heute so beliebte Rapsgelb ab. Das Rapsgelb verschwand quasi aus der Serie oder aus der Reihe. Das gab es nur bei der S50. Und bei der S51 brachte man dieses Billardgrün dann raus. Die ersten ein, zwei Jahre war die S51 Elektronik auch ausschließlich in dieser Farbe erhältlich. Und 82 rum muss es gewesen sein, kamen dann auch noch weitere Farben ins Sortiment, wie Sahara Braun und das Ibiza Rot oder Saftgrün. Aber die ersten Jahre gab es halt nur, oder ein, zwei Jahre nur dieses Billardgrün bei der B2. Dieses Fahrzeug hat halt schöne Anbauteile oder Zusatzmaterial, was es damals zu kaufen gab. Das Beinschild oder hier diesen Kindersitz und hinten ein Gepäckträger. Aber das habe ich euch ja alles schon im Video über die 81er S51 erzählt. So, das war, glaube ich, das Zeichen,
Das war es dann soweit. Ich habe euch, glaube ich, auch erstmal alles erzählt, was es so im direkten Vergleich zwischen den beiden Modellen gab. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert meinen Kanal. Und ich denke, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos. Bis dahin, macht's gut und ciao. Und wenn ihr mich noch etwas unterstützen wollt und Bock auf ein paar coole Klamotten habt, dann schaut doch mal in meinen Shop vorbei. Ich würde mich freuen.